Bericht von TV-Sender, Jemens Houthi-Rebellen feuern Rakete auf Kernreaktor in Abu Dhabi. Wie der arabische Nachrichtensender Al Jazeera unter Berufung auf die jemenitische Nachrichtenagentur Sabah berichtet, sei die Rakete im Barak-Atomkraftwerk im Emirat Abu Dhabi eingeschlagen, das sich derzeit noch in Bau befindet. Die staatliche Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate dementierte diese Darstellung. Das Kraftwerk liegt ungefähr 280 Kilometer von der Stadt Abu Dhabi entfernt. Die staatliche emiratische Nachrichtenagentur WAM wies die Behauptung der Houthis zurück und erklärte, das Kraftwerk sei immun gegen solche Bedrohungen. Die Rebellen erklärten, der Raketenschlag sei eine Reaktion auf die Aussagen des jemenitischen Ex-Präsidenten und ehemaligen Houthi-Verbündeten Ali Abdullah Saleh, der sich am Samstag offen für Gespräche mit der Militärallianz gezeigt hatte. Die Aufständischen vermuten, dass die Emirate Saleh zu seinen vielbeachteten Aussagen bewegt hatten. Bereits vor einem Monat hatten die Houthis mit einer Rakete versucht, den internationalen Flughafen von Riad zu treffen. Das Geschoss wurde abgefangen. Der Vorfall hatte schwere Luftangriffe Saudi-Arabiens zur Folge. Experten legen sich nach Atomunfall fest, hier kam das radioaktive Ru-106 her.